Leute, wir haben es Marcel, wir spielen zu passiven Knackpitzer. Los geht's! Die Tür aufmachen. Nein. Jetzt wenn ich Schloss sind. Für was soll ich Burg machen? Ist da etwas aufgegangen? Oh ja. Energie. Jetzt habe ich vor, aber ein bisschen. Jetzt ist er höher als die Ruhe. Verwandte Teile, jetzt war ich geheißen, kann es so sein. Da, bitte. Ah, der Topper ist sich faul. Okay. Mir fehlt Charlotte furchtbar, weißt du. Sie war wirklich meine bessere Hälfte. Sie hat mich abgehalten, meine völlig verrückten Pläne zu verwirklichen. Lukas. Tut mir so leid, dass wir in diesem Schlamassel stecken. Ja, mir auch. Wann haben Sie sie denn verloren? Muss jetzt 20 Jahre her sein. Lange vor deiner Geburt. Ich traf sie, als wir zusammen ein Auto entwarfen. Es war die perfekte Mischung aus Schönheit und Kraft. Als der Wagen dann fertig war, waren wir beide verliebt. Tatsächlich haben wir sogar Nex Kugel zusammen entdeckt. Ich hatte seit Jahren in tiefen Höhlen nach Relikten gesucht, weil ich einfach alles über ihren Ursprung erfahren wollte. Und eines Tages kam Charlotte mit mir. Und wir machten eine unglaubliche Entdeckung. Nur einen Moment später zitterte der Boden. Eins dieser tiefen Erdbeben, die ab und zu auftreten können. Charlotte! Und sie Nein. stürzte in die Tiefe. Ich suchte sie Woche um Woche. Und habe nie eine Spur entdeckt. Und es gab nie eine andere Frau für Sie? Wie hätte das gehen sollen? Sie war klug, talentiert und wunderschön. Weißt du, ich habe den Mund gehalten, weil keiner glauben soll, dass ich den Verstand verliere. Aber wenn ich an Ihre Arbeit denke, wie dieses Auto, und dann an die Koboldwaffen und die Panzer. Also, ich weiß, das klingt verrückt, aber ich erkenne Ähnlichkeiten. Also... Wenn Sie das sagen, glaube ich es. Aber wie? Was macht sie die Sache? Weiß ich das nicht mehr? Den Kopfschlag oder etwas so vielleicht? Nein, ja. Wäre auch noch möglich. Vielleicht. Hey, das war nicht so fies gewesen. Ich habe noch geschenkt, das ist ein Sprecher. Wieder die Ruhe. Serpinerelikt haben wir wieder bekommen, einen roten. Jetzt haben wir einfach zwei gesammelt von denen. Warte noch geschehen, das ist sicher etwas zu mir zu spielen. Nicht? Da die Tür ist sicher. Ah gut, da ist vielleicht nicht mehr geschehen. Und da habe ich...
Kombo-Zahlerteil zu voll gerissen. Ich weiß nicht, ob wir das brauchen können. Ich bin gespannt. Ja. Ah. Ja. So, da ist ein bisschen drauf gerumpelt. Ne, warte noch schön. Nicht, okay. Oh, wie die brennt. Oh. Komm hier. Oh. Ah, muss ich durch. Da. Kuckuck. Ich bin da. Bitte Gott, Himmel. Doch, ja, bitte. Ah, verstärkt sich, ah, cool. Wer schleicht denn da durchs Dunkel? Jemand könnte sich verletzen. Alter, das ist überlappt. Ich bin zwar klein, aber ich bin sehr viel schneller. Ach, Sie sind genau da, wo ich Sie haben wollte. So, wer jetzt? Jetzt habe ich meine Mente gekriegt. So. Nein. Okay. Noch schön. Kommt noch ein bisschen. Jo. Überraschung. Da geht's nicht drin. Da kommt mehr V-Power. Nein, wurde fies. Ich habe noch geschlagen. Perfekt.
Relikt-Detektor-Teilen von den Beholdern drüber. Etwas aufzutun. Nein, nicht. Vielleicht da, Ruhe wieder. Okay, haben wir den Weg komplett Erfindungsvertrauen des Doktors, der Verhalt. Bringt er sie weg? Ist es nicht etwas kalt für einen Spaziergang? Aber vielleicht nicht für die Eiskönigin, was? Witzig, Märchenprinz. Eigentlich finde ich es warm. Wir hatten spontan ein kleines Feuerchen. Oh. Habe ich gesehen. So, und wo genau finde ich denn jetzt den Doktor und Lucas? Soweit ich weiß, genießen sie Victors Gastfreundschaft. Muss jetzt leider los. Tja, die Pflicht ruft. Hi. Hey. Was zum Henker ist das? Das, Ryder, ist der Grund für all unsere Probleme. Victor hat ein paar Dutzend dieser Riesenrelikte tief in der Mine gefunden. Er hat große Pläne dafür. Der Doktor will sie auch haben. Und? Hast du rausgefunden, woher die Kobolde die Waffen haben? Von wem sie sie haben? Ja. Ihre Quelle ist so ein Super-Kobold namens Gandahar. Woher sie die Waffen haben? Keinen Schimmer. Er muss irgendwo eine Fabrik haben. Aber die ist so stark bewacht, es wird sehr schwer daran zu kommen. Wenn wir ein Ortungsgerät bauen könnten, das wie ein Relikt aussieht. Und dafür sorgen, dass die Kobolde es bei ihrem nächsten Raubzug finden. Dann könnten wir ihnen damit praktisch bis vor ihre Haustür folgen. Hm, klingt gut. Holen wir den Doktor. Vielleicht treffen wir deine kleine Freundin dabei ja auch. Du hältst mich doch für schlau, oder? Tja, wurde so gut gesehen. Alles gut, relativ schnell angreifen ist der Vorteil. Die Geschwindigkeit. Nein, es hat nicht reagiert, schade. Hey! Ich habe vorhin schon drei Bretschen eigentlich, aber ich habe nicht so zwei. Da. Nein.
Schnelligkeit ist ein Vorteil. Schneller Angriff. Was immer noch voll. Und da. Ja, wir haben die Vollpower, aber springt man nicht von und du fährst ja diese mehr einsetzen. Machen wir das jetzt. Bam, wegblasen die Sache. Aber ich muss noch zu holen. Energie, das ist gut. Und gern. Oh, falsch weg. Hey, ich glaube, ich kann Ihre Zelle sehen. Ich glaube, ich habe es gefunden. Ich dachte, du wolltest meinen Neffen retten. Und jetzt sitzt du selbst hier fest. Ja, tja. Es lief nicht alles so ganz nach Plan. Danke fürs Rausholen. Wofür danken Sie ihm denn? Ich habe die Arbeit gemacht. Mac, du lebst noch! Wollen Sie etwa schon gehen, Doktor? Ach, bleibt hier. Bin gleich zurück. Verzeihung, dass ich vorhin weg musste. Ich habe die Begrüßung vorbereitet. Hey, nimm da! Okay. Zu schade, dass Victor nicht bleiben konnte. Bleib doch ein bisschen. Es war reizend, den Doktor zu Gast zu haben. Da ist jetzt ein Hall. Ja, schnell möglich machen. Los, aufhalten. Ja, ich nix sehen. Ausschalten. So. Bin ausgewichen. Hallo. Vernichtet mich. Hum. Jo, top. Diese Frau. Peter. Ich weiß. Hey, warum kommt ihr nicht zu mir nach Monteverde für ein paar Tage? Ich würde euch gerne eine Idee präsentieren. Okay. Ich denke, ihr beendet es wieder. Ich hoffe, es hat gefallen. Seid mir leid, dass ihr gehört. Abo da. Tschüss zusammen.